Schick. Einen wunderschönen guten Tag. Und zwar bin ich jetzt ja ein bisschen, ein paar Tage das Ding hier hinter mir gefahren. Das Ding ist ein Auto. Und zwar ein E-Auto. Wie geil ist das denn? Ja, das ist nämlich der neue EQV. Wie geil ist das denn? Dieses Auto hat jeglichen Pipapo. Wir haben hier auf jeden Fall irgendwas bei 204 PS am Ende, also so wie der 300er auch. Aber es ist halt ein E-Motor, ne? Das heißt, der hat Knöpfe ohne Ende. Aber wir haben auch 380 Kilometer Reichweite. Das ist zum Beispiel auch schon gar nicht so schlecht, finde ich, für ein E-Auto. Ich habe den jetzt 2 Wochen getestet und ich muss sagen, im Alltag funktioniert das richtig, richtig gut. Sorry, dass ich meine Augen so klein mache. Wir haben überraschend gutes Wetter. Es ist wie gesagt ein wirklich richtig, richtig schönes Auto, wie der 300er auch. Der hat natürlich volle Hütte, der hat eigentlich jeglichen Pipapo, den man so braucht oder halt auch nicht braucht. Das geht hier los mit irgendwelchen elektrischen Schiebetüren und hier vorne geht es natürlich weiter mit jeglichen Piff und Puff. Grundsätzlich geil, für mich als Handwerker natürlich nicht. Das ist natürlich ein anderer Schnack, ne, als mein schöner Ernie, also der Sprinter. Ganz ehrlich, das ist halt einfach Luxusklasse. Ne? Ja, Luxusklasse ist natürlich jetzt nicht das, was ich täglich fahre. Deswegen ist es für mich immer ein Highlight, so ein Auto zu fahren. Manche von euch sagen jetzt wahrscheinlich, Sigi, so ein Ding fahre ich schon seit 10 Jahren. Das mag sein. Für mich ist das auf jeden Fall immer wieder ein Highlight. Also es ist halt einfach ein richtiger Mercedes. Ne? Meiner Meinung nach ein richtiger Mercedes. Das ist richtig geil. Schon schier, ne? Allein die Hocker hier. Guckt euch die mal an. Was soll man dazu denn auch sagen? Es ist schon ein tolles Auto, wirklich. Also ohne, dass ich jetzt voreingenommen bin oder weil ich habe jetzt super kurz zusammenarbeite, muss ich das sagen. Wenn ich das nicht so finden würde, würde ich es auch nicht sagen. Also ist einfach geil. Also das ist halt einfach, ich habe das Ding jetzt wie gesagt im Alltag genutzt und das funktioniert überraschend gut. Selbst mit 230 Volt immer nur geladen, einfach immer rangesteckt, fertig. Weil hier natürlich keine Dose ist, keine so eine, wie heißen die Dinger noch? Keine Ahnung, diese Dinger, wo halt Starkstrom rauskommt fürs Auto. Aber im Alltag super geil und ich sag halt selbst, ich habe auch mal einen Tag nicht geladen und dann hat das auch locker gereicht. Bin auch mal in die Stadt gefahren und dies und das. Das ist schon überragend. Lässig. Hau doch mal raus, was haltet ihr von E-Autos? Das würde mich mal interessieren. Und findet ihr das okay, wenn ich auch mal ab und zu so ein bisschen Autokram mache? Ich habe da einfach Bock drauf. Wir bauen ja jetzt demnächst auch Ernie aus, also meinen Sprinter. Den bauen wir ja demnächst aus. Das wird ja auch in dem Sinne Autocontent. Natürlich andere Autocontent. Ich bin ja hier gerade quasi ein besserer Grip-Tester. So kann man das ja festhalten. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Habt ihr da auch Bock drauf? Ab und zu mal was über ein paar Autos, so gerade so. Wir wollen auch mal das Thema angehen, E-Sprinter zum Beispiel. Das ist ja auch mal eine ganz andere Nummer. Oder zum Beispiel E-Vito. Das ist ja auch für die Handwerker immer sehr interessant. Das ist jetzt natürlich nicht so ein typisches Handwerkerauto. Das sehe ich auch ein. Ja, das könnt ihr einfach mal erzählen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss. Und Daumen, abonnieren, Glocke und alles Mögliche. Wisst ihr Bescheid. Tschüss.